question. I am Ayad, a journalist, a refugee from Iraq, making this report for you to know about the refugees and their situations also from one of the camps on the German borders. Ich heiße Arman. Ich bin ein Filmemacher. Ich wohne in Deutschland seit 2,5 Jahren. Am Anfang war ich auch ein Refugee wie die anderen. Und heute wir interviewen so neue Flüchtlinge, die wollen in Europa bleiben oder weitergehen von Österreich nach Deutschland oder verschiedene Länder. جاي هون على النمسا بدي اقدم طلب لجوء بالمانيا بسبب الحروب اللي صارت بهالبلد هذا نتيجه الاوضاع السيئه والدمار والقتل والتشريد وقطع الرؤوس يعني حياه ماساويه جدا جدا عم تصير بهالبلد هذا اطفال عم تتقتل بالشوارع رؤوس عم تتقطع يعني حياه كثير كثير صعبه وانا اكثر سبب خلاني اجي لهالبلد هذا هو سبب وضع بنتي الصعب اللي ما قدرنا لا نشوف له علاج لا بسوريا ولا بتركيا. كيف كانت الرحلة وصعوبتها بالنسبة لك؟ كم طولت؟ والله لا أنصح أحد بها، أنا جئت إلى هنا قبل أولادي، ولكن ما شاهدته من المخاطر والعذاب لا أنصح أحد أبدا، كان يعني متعبا مهلكا وكان فيه خطورة جدا، وكان في شيء من الذل وقتل الذات يعني كان محزن يعني. تتكلم انجليزي ولا بالعراقي؟ عربي. كيف تأمين تكون الحياة؟ أكيد يكون أمان واستقرار ونحترم كبشر ما نعامل كحيوانات، يكون البشر له قيمة. والسلام ان شاء الله. بكلمة أخيرة، كيف كان التعامل هنا مع السلطات النمساوية وأيضا الحدود؟ والله احنا نشكر دولة النمسا وكل الأشخاص اللي موجودين القائمين على هالمشروع هذا، مساعداتهم ومجرد ابتسامتهم بالنسبة لنا تحسسنا بالأمان، يعني هذا الشيء يعني يطمن نفوسنا انه يقابلونا بابتسامة. Wie finden Sie die Flüchtlinge Kinder? Sehr, sehr aufgeschlossen. Sehr offenherzig eigentlich. Also selbst wenn man sich sprachlich vielleicht oft nicht verständigen kann, geht es irgendwie immer mit Händen und Füßen. Und ich finde, dass man halt das beitragen kann, was man dazu als, sag ich mal, kleiner Mensch eben machen kann. Und wenn für mich ist es, dass ich halt hinkomme und 3 Stunden am Tag mit den Kindern ein bisschen spiele und bastel und dass sie in dem Moment vielleicht einfach mal vergessen können, was sie gesehen haben und mitgemacht haben und die Angst auch, was vielleicht noch kommt. Was machen Sie hier mit Flüchtlingen? Ich koordiniere die Freiwilligen und bin im Einsatzstab und versuche, dass wir Strukturen hereinbringen, dass es für die Flüchtlinge möglichst gut abläuft und dass das geregelt funktioniert hier. Es gab viele schöne Momente. Wenn man ein Kinderlachen bekommt, wenn man Leute über die Grenze begleitet, also ihnen hilft, über die Grenze zu gehen und sie danken einen und umarmen einen, das sind einfach Momente, wo man sagt, okay, man hat es richtig gemacht und es funktioniert. Almania, Almania, Almania! Seit wann arbeiten Sie hier mit Flüchtlingen? Ja, seit einer Woche ungefähr. Und früher halt auch schon immer mit Flüchtlingen gearbeitet, aber seit einer Woche tue ich halt da shutteln. Ich bis jetzt noch nie mit keinen Stress gehabt. Immer super ausgekommen. Also, verstehen Sie die FPÖ? Ja, nicht ganz. Nein, verstehe wirklich nicht ganz. Da also, dass vielleicht dort und da was gemacht gehört, politisch vielleicht schon, aber so das Radikale und das nicht da. Gut, da stützen wir die Haare auf. Wir sind alle Menschen, wir haben jeder ein Herz, der ist genauso ein Mensch wie Sie, ich und jeder andere. Man muss offene Herzen und Dinge haben für die und Menschen. Und noch eine Hinweis, da gibt es ein Lied. Lass die anderen sich verändern und bleib so, wie du bist. Eben. Vielen Dank. Bitte, gern geschenkt.